Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Interessierte, ich würde Ihnen ganz gerne heute in einer zweiten Folge zum Podcasting zeigen, wie man mit Audacity mehrspurige Audios produzieren kann, die zur Vorlage werden können für eine Präsentation, die Sie benutzen. Denn es geistern immer noch die Hinweise durchs Netz, dass man doch bitte PowerPoint-Präsentationen mit Audiokommentaren versehen solle. Das Ganze hat einen entscheidenden Nachteil, der ganz wesentlich darin liegt, dass jeder Nutzer sich immer nur den kompletten Kommentar einer Folie anhören kann und nicht in diesem Audiokommentar beliebig springen kann. Deswegen würde ich Ihnen tatsächlich empfehlen, dass Sie Ihre PowerPoint-Präsentation oder welche Präsentationssoftware Sie auch immer verwenden, als PDF ablegen und einen separaten Audiokommentar dazu liefern. Womit Sie natürlich ein Hilfsmittel, ein Tool brauchen, um auf Folienwechsel aufmerksam zu machen. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute mit Audacity zeigen, wie das funktioniert. Dazu öffne ich zunächst Audacity und zeige Ihnen jetzt hier die blanke Oberfläche. Wenn Sie Fragen haben zu Audacity, vielleicht nur so viel: Sie sollten sich vorher einen MP3-Codec installieren. Den verlinke ich in der Beschreibung zum Video, ebenso wie die URL zu Audacity zum Download. In der Beschreibung zum Video wird außerdem verlinkt sein ein Hinweis auf die BBC Soundeffekte und auf freemusicarchive.org. Dazu dann aber an der betreffenden Stelle mehr. Zunächst einmal die Ausgangslage für das, was wir hier tun, ist, dass wir mit einer Präsentation, zum Beispiel schalte ich jetzt einfach diese einmal auf. Das ist eine Präsentationsvorlage, wie wir sie an der TU Dresden verwenden, im 16 zu 9 Format. Und wenn Sie jetzt zwischen diesen Präsentationsfolien wechseln, müssen Sie Ihre Hörerinnen in einer Audiospur auf diesen Folienwechsel vorbereiten. Das Ganze machen wir mit Audacity. Und ich würde Ihnen ganz gerne vorführen, wie und auf welche Art und Weise. Zunächst jedoch der Einstieg. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gern die Produktion von mehrspurigen Audios via Audacity vorstellen. Das ist zunächst ein normales Intro-File. Wir hören uns das Ganze jetzt noch ein. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gern die Produktion von mehrspurigen Audios via Audacity vorstellen. Also das wäre ein einfaches Audio-Format, das können Sie jetzt bereits als MP3 exportieren. Das ist natürlich aber nicht in unserem Sinne, sondern wir wollen tatsächlich eine lasergeführte Audiopräsentation anfertigen, produzieren. Und dazu zeige ich Ihnen eine ganz einfache zu bedienende und zu nutzende Ressource, nämlich die BBC Soundeffekte, die 2016 ans Netz gegangen sind und die Soundeffekte, die die BBC für die Produktion ihrer legendären Hörbücher einsetzt, für Sie verfügbar machen. Das Wichtigste, was Sie bitte zur Notiz nehmen sollten, ist, dass diese Soundeffekte unter einer Lizenz stehen, unter einem Copyright. Und dieses Copyright liegt bei der BBC. Also Sie sollten dieses Copyright angeben, und zwar 2016 ist das online gegangen, und dann geben Sie an, für welchen Zweck Sie das Ganze verwendet haben, sodass, falls jemand auf dieses File stößt, sofort weiß, woher der Soundeffekt kommt, nämlich von der BBC, for educational purpose. Gut, ich wähle diese Digitaluhr aus. Das haben wir schon ein paar Mal verwendet. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie die klingt. Das sollten Sie alle aus den späten 80ern und 90er kennen, dieses Geräusch. Wenn Sie da schon auf der Welt waren, würde die ganze jetzt laden und muss dafür den Lizenzbedingungen zustimmen und importiere das File jetzt in
als separate Spur via Track and Drop in Audacity City. Jetzt ganz kurz sehen Sie schon, dass die Frequenz, das Frequenzband hier etwas höher ausschlägt. Das heißt, diesen Soundeffekt werden wir im Geräusch reduzieren müssen. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass wir ihn negativ verstärken. Und zwar deutlich. Hier können Sie sich gern ein wenig austesten. Wir hören das Ganze mal in Kombination an. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lang. Das Geräusch ist hier an der Stelle immer noch zu stark. Das heißt, wir müssen es jetzt noch einmal reduzieren. Wir probieren es mal so. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. In dieser Lautstärke können wir es wohl belassen. Jetzt das Entscheidende, was Sie mit diesem Geräusch anstellen können. Sie können einfach mit dem Trennerwerkzeug in Outer City an eine andere beliebige Stelle springen und dann Folgendes zum Beispiel einsprechen. Nur ein Hinweis vorab: Immer wenn Sie dieses Geräusch hören, wechseln Sie bitte die Folie. Die Foliennummer sage ich gleichzeitig mit an. So, das ist also im Wesentlichen die Idee des Ganzen, die dahinter steht. Ich habe jetzt ein wenig lauter gesprochen, deswegen muss ich meine Stimme hier verstärken in der ersten Spur. Sie können das auch über die Lautstärkeregler im Menü machen, aber ich denke, so sollte es. Halt, Moment. Brechen das mal ab, wir machen das über das Menü und hören das mal Probe. Aber vorher kopieren wir das Geräusch, das gewählte, und fügen es einfach an der Stelle in eine Audiospur ein und hören uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gern die Produktion von mehrspurigen Audios via Audacity vorstellen. Nur ein Hinweis vorab: Immer wenn Sie dieses Geräusch hören, wechseln Sie bitte die Folie. Die Foliennummer sage ich gleichzeitig mit an. So, jetzt haben wir also eine zweite Spur. Und ich würde jetzt einen Folientrenner auf einer dritten Spur anlegen. Können Sie aber auch natürlich auf allen anderen Spuren machen, um Ihnen zu illustrieren, wie Sie das Ganze realisieren können. Zunächst spreche ich aber den Text ein für die Präsentation. Das ist im Wesentlichen die Präsentation, die ich heute dafür benutzen würde. Das ist eine simple Präsentationsvorlage, so wie sie von der TU Dresden im Corporate Design zur Verfügung gestellt wird. Hier sehen Sie eine grafische Übersicht über die redaktionellen Hinweise, wie eine Gliederung in einer CD-Präsentation anzulegen ist. Und so können Sie dann in der Präsentation auf neue Folien hinweisen, indem Sie wie jetzt ein Zwischensignal einblenden und dann auf die nächste Folie wechseln. So, gehen wir mal ganz zurück. Sie sehen, hier haben wir unser Signal. Das war mein Smartphone, Entschuldigung. Hier haben wir unser Signal und wir müssen es genau an dieser Stelle einfügen und dahinter noch die Foliennummer einsprechen. Folie 2. Hier sehen Sie eine grafische. Und das Ganze an dieser Stelle noch einmal. Folie 3. Ein Zwischensignal einblenden. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass die Zwischenzeit hier ein wenig zu knapp ist, kopieren Sie einfach eine Stille und setzen Sie dann an die betreffende Stelle. Moment, das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal machen. Halt, da.
Und so haben sie ein Audiosignal erzeugt. Ich schalte mal hier kurz den Ton ab. So haben sie ein mehrspuriges Audiofile erzeugt, indem sie immer auf die jeweiligen Folienwechsel hinweisen können. Jetzt hören wir uns das Ganze noch einmal in Summe an und dann speichern wir das Ganze. Das ist im Wesentlichen die Präsentation, die ich heute dafür benutzen würde. Das ist eine simple Präsentationsvorlage, so wie sie von der TU Dresden im Corporate Design zur Verfügung gestellt wird. Folie 2. Hier sehen Sie eine grafische Übersicht. Hier hatten wir jetzt noch ein Störsignal drin, das wir nicht brauchen. Wir hören das vorsichtshalber nochmal Probe. Hinweisen, indem Sie Folie wie 3. jetzt. So, kopieren das Ganze, fügen das hier ein, löschen das noch heraus und nehmen, testen es nochmal aus. Indem Sie wie jetzt Folie 3 ein Zwischensignal einblenden. So, wunderbar. Jetzt haben wir ein File, das Sie benutzen und exportieren können. Und um das Ganze noch ein wenig weiter abzurunden, noch ein weiterer Tipp, nämlich, dass Sie mit einer Intro-Musik arbeiten, um Ihre Aufnahmen erkennbar zu machen. Man kann dafür einen Titel nehmen, den man über freemusicarchive.org sich auswählt. Ich habe das schon mal vorbereitet und mich für diesen entschieden. Den spiele ich Ihnen kurz vor. Sehen schon wenig aufgeregt. Können Sie das Ganze benutzen? Hier nochmal zurückgehen, weil es mir tatsächlich jetzt nicht um die Musik geht als solche, sondern ich Ihnen nur zeigen möchte, wie Sie dann hier mit einer weiteren Spur arbeiten können. Sie hätten dann haben nämlich noch ein drittes File und wir ziehen jetzt mal ganz kurz die Musik als Intro-Video hinein oder als Intro-Musik. Sie sehen, das ist natürlich viel zu aufgeregt, um das Ganze damit die ganze Aufnahme damit zu unterlegen. Es geht tatsächlich nur auch um das wiedererkennbare Intro. Wir würden jetzt hier erstmal eine Negativverstärkung vornehmen, also den Geräuschpegel reduzieren. Und ich probiere es jetzt erstmal so. Würden das Ganze freilich auch, das ist üblich, ausblenden. Können es natürlich auch einblenden, wenn Sie das möchten. Wir blenden das Ganze aber aus und hören jetzt mal, wie die Lautstärke sich zu unserer Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lasch. Sprechstimme verhält. Das ist ein wenig zu laut. Das heißt, wir reduzieren hier die Lautstärke. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gern die Produktion von mehrspurigen Audios via Audacity vorstellen. Nur ein Hinweis vorab, immer wenn Sie dieses Geräusch hören. Ich denke, so können wir es erst einmal lassen. Und ich würde jetzt das MP3-File produzieren und einmal für Sie vorspielen im Ganzen, gemeinsam mit einer Musterpräsentation. Also, das Ganze nennen wir Intro Test Audacity. Und 256 Qualität reicht vollkommen aus. Wichtig wird jetzt, dass Sie hier an den Copyright-Informationen, in den Copyright-Informationen die Quellen angeben, die Sie verwendet haben. Und dafür haben wir vorhin unter anderem
die Copyright-Angabe der BBC verwendet, aber Sie müssen freilich auch die Musikquelle noch angeben. Das zeige ich Ihnen aber gleich. Also, das, was wir bei freemusicarchive.org an Informationen haben, das Ganze, der Artist ist Pictures of the Floating World. Der Titel heißt Waves of the Floating World. Und das Ganze steht, und das ist relativ wichtig, unter einer spezifischen Lizenz. Diese Creative Commons Lizenz besagt, Sie geben den Autorennamen an, bei, sie darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, non-commercial, und muss zur selben Bedingung geteilt werden, share alike. Also das bedeutet, dass Sie im Wesentlichen die Datei bearbeiten können, so wie wir das gerade gemacht haben, nämlich indem Sie sie einkürzen und dann mit Lautstärke Modulation arbeiten. Ich könnte diesen Podcast oder dieses Musikfile, dieses Soundfile jetzt aber nicht unter CC BY veröffentlichen, sondern ich müsste, da ich diese Musik verwendet habe, hier dieselbe Lizenz verwenden, also CC BY Non-Commercial Share Alike. Das tut im Wesentlichen nicht weh, aber wir sind da nicht im Goldstandard der Open Educational Resources oder im Open Access Bereich. Aber dramatisch ist es nicht wirklich. Die Künstlerinnen und Künstler wollen ja auch genannt sein. Also wir nehmen hier, übernehmen die noch die Lizenz. CC BY Non-Commercial Share Alike, und das ist hier in der Variante 3.0. Und zwar muss ich kurz schauen, keine internationale Lizenz, sondern eine US-License. Und das Ganze müssten Sie dann angeben in den, im Copyright. Und der Podcast selbst ist von mir. Und ich würde Ihnen nur denselben Bedingungen teilen. CC BY SA Non-Commercial SA, allerdings unter 4.0 International. Ja, das wäre jetzt meine Lizenzangabe für das MP3-File. Und diese Angabe kopieren Sie in das dafür vorgesehene Feld, nämlich Copyright Message. Da setzen Sie es rein. Und Sie können diese Copyright Message auch noch einmal in die Kommentare setzen. Das Ganze ist gemacht von mir. Sie können Albumtitel ergänzen und so weiter und so fort. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir produzieren das jetzt einmal durch. Und dann hören wir es uns einmal an, zusammen mit einer möglichen Präsentation. So, das Ganze ist jetzt auf dem Desktop gespeichert und hört sich so an. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Lasch und ich würde Ihnen heute gern die Produktion von mehrspurigen Audios via Audacity vorstellen. Nur ein Hinweis vorab: immer wenn Sie dieses Geräusch hören, wechseln Sie bitte die Folie. Die Foliennummer sage ich gleichzeitig mit an. Das ist im Wesentlichen die Präsentation, die ich heute dafür benutzen würde. Das ist eine simple Präsentationsvorlage, so wie sie von der TU Dresden im Corporate Design zur Verfügung gestellt wird. Folie 2. Hier sehen Sie eine grafische Übersicht über die redaktionellen Hinweise, wie eine Gliederung in einer CD-Präsentation anzulegen ist. Und so können Sie dann in der Präsentation auf neue Folien hinweisen, indem Sie wie jetzt Folie 3 ein Zwischensignal einblenden und dann auf die nächste Folie wechseln. Sie sehen, mit dieser einfachen Technik können Sie MP3-Files produzieren, die Sie dann parallel mit einer PowerPoint-Präsentation als PDF verschicken, überall einbetten können und daran auch die Rechte haben. Schlussendlich ist es dann auch möglich, mit diesem Audio-File ein Video zu produzieren. Das soll aber nicht Gegenstand dieses kurzen Erklärvideos zur Erstellung mehrspuriger MP3s dienen, sondern das wäre dann Inhalt eines weiteren Videos. Was ich Ihnen aber noch zeigen möchte, ist, dass wir arbeiten ja an der TU Dresden mit der sogenannten
mit Matrix Riot, also einem Messenger, der einsetzbar ist in ganz verschiedenen Kontexten. Und hier könnten Sie jetzt, das zeige ich Ihnen auch, sowohl diese Präsentationsvorlage, die ich gerade verwendet habe, als auch das Audio-File einfach einstellen. Und so wäre es für alle in der Matrix als PDF und als Audio-File nutzbar. Das halte ich für den einfachsten Weg, um professionell Präsentationen zu vertonen. Und unabhängig davon lässt sich dieses Audio-File auch anhören, ohne dass man der Präsentation folgt. Richtung Podcast gedacht, ist das eine sehr, sehr, sehr beliebte Möglichkeit, um zum Beispiel bestimmte Inhalte noch einmal zu wiederholen. Ich kann Ihnen nur dazu anraten, das genau so zu realisieren und nicht auf die Vertonung von PowerPoint-Folien zu setzen, denn das Format ist sehr, sehr reglementiert. Ja, vielleicht das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieses Video eine Hilfestellung bietet bei der Produktion von MP3s für Ihre Präsentation als PDF-Files. Nur so viel sei nochmal gesagt, das ist die einfachste Möglichkeit, mit unterschiedlichen medialen Inhalten zu einem tollen Ergebnis zu kommen. Und Sie können unabhängig davon, ob Sie ein PowerPoint als Tool besitzen, als Programm besitzen oder eine Präsentationssoftware verwenden können, diese Kombination natürlich auch auf jeder x-beliebigen Website einbetten. Also wenn Sie zum Beispiel einen Blog betreiben und zur Verwendung und verwenden, können Sie die PDF einbetten und dazu das entsprechende Audio-File. Und das ist tatsächlich in den Kontexten, in denen wir uns akademisch bewegen, die allereinfachste Methode und sicherste Methode, um hochwertige mediale Inhalte zu produzieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. In Fortsetzung zu dem, was ich Ihnen heute gezeigt habe, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich Ihnen auch noch das Videoschnittprogramm OpenShot vorstelle, in dem Sie dann aus einer solchen Audiodatei auch ein entsprechendes Video produzieren können. Dazu aber später mehr und nicht heute. Vielen Dank und auf bald, Ihr Alexander Lasch.